walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Your faithfulness,
faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst in der G26, die dritte Woche Online-Gottesdienst. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit verbracht, trotz Kontaktsperre die frische Luft genutzt, auch zu zweit mal draußen gewesen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und trotzdem auch in Gemeinschaft zu bleiben, anzurufen, zu schreiben, wie auch immer. Und ich freue mich besonders, dass wir heute wieder gemeinsam Gottesdienst feiern und vor allem ein besonderer Gottesdienst, weil wir Abendmahl feiern wollen. Und wir heißt hier ganz besonders mein Kollege Micha Stepan und ich. Zu zweit werden wir nachher hier stehen und möchten das mit euch auch vor dem Bildschirm feiern. Und deshalb jetzt schon als kleine Einleitung, holt euch vielleicht nochmal aus der Küche ein Stück Brot und ein Becher, wir feiern das üblicherweise hier mit Traubensaft. Es kann auch was anderes sein, aber so wie ihr seid, allein, zu zweit, zu fünft, als Familie vielleicht, holt euch ein paar Becher, dass ihr nachher mit uns auch zusammen feiern könnt. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der G26 heute am Palmsonntag. Wie schön, dass ihr dabei seid. Und gleichzeitig Woche 3 der Corona-Krise, des Kontaktverbotes, dass wir den Gottesdienst auf diese besondere Art und Weise feiern. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Aber was macht die Corona-Krise mit dir? Ich fühle mich auf ganz besondere Art und Weise sehr entschleunigt. Termine fallen weg, Kurzarbeit, keine persönlichen Treffen in Gruppen möglich, was mir schon recht schwer fällt. Aber Entschleunigung gleich Besinnung? Besinnen auf die Karwoche. Die stille Woche. Jesus zieht in Jerusalem ein. Sein Leidensweg und sein Sterben sind in dieser Woche ganz besonders präsent. Wir bereiten uns auf Ostern vor, auf die Auferstehung. Ich freue mich, dass wir den Gottesdienst jetzt hier gemeinsam feiern dürfen und ja, bin gespannt auf die wieder besondere Gemeinschaft, die wir haben, und wir sind durch Jesus verbunden, und ich würde jetzt gern zu Beginn mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir ja durch dich verbunden sind, dass wir die Möglichkeit haben, die Gottesdienste auf diese geniale Art und Weise zu feiern, dass wir uns als Christen so ja nochmal anders in Gemeinschaft fühlen. Und lass uns gerade jetzt in dieser besonderen Zeit, in dieser Corona-Krise, wo alles scheinbar entschleunigt, ganz besonders auf dich schauen, in der Karwoche, in der stillen Woche. Lass uns zur Ruhe kommen, lass uns auf dich hören, lass uns die Sonne genießen, auf das Vögelgezwitscher hören, ja, einfach den Blick schärfen für die ganz kleinen und ganz besonderen Dinge, die du uns täglich schenkst. Lass uns da genauer drauf hören und sehen. Ich bitte dich, dass du uns jetzt eine tolle Gemeinschaft schenkst, dass wir einen schönen Gottesdienst haben, dass wir einfach für die kommende Woche von dir zehren können, von dem, was wir hier jetzt erleben. Amen. Sein ist das Reich und die Macht im
sein wird, ist und war. Berge verbeugen sich vor seinem Angesicht. Ein Wort und es geschieht. Er kommt und Ängste fliehen. Das ist mein König, König der Herrlichkeit. Sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Nichts muss mich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige dass auch ihr heute hier bei uns im Gottesdienst dabei seid. Ich habe euch und den Erwachsenen eine kleine Geschichte mitgebracht von einem Mann, der seine Türen öffnen möchte, um mit anderen ein Fest zu feiern. Leider ist das gar nicht so einfach, wie es sich anhört, aber hört und seht selbst. Seht mal, hier ist ein Mann. Der sieht doch ganz nett aus, oder? Der Mann möchte gern ein Fest feiern. Er hat viele Gäste eingeladen. Es soll ein richtig großes Festessen geben. Und endlich ist es soweit. Der Tisch ist gedeckt. Alles ist fertig. Das sieht ziemlich lecker aus, oder? Jetzt fehlen nur noch die Gäste. Der Mann freut sich schon. Der Diener soll nun losgehen und die Gäste holen. Hallo, kommt mit. Ich möchte dich zum Essen abholen. Es ist alles hergerichtet. Oh, tut mir leid, aber ich habe keine Zeit, antwortet der Gast. Ich habe ein Stück Land gekauft. Das muss ich mir jetzt anschauen. Bitte entschuldige mich, ich kann nicht kommen. Der Diener geht zum zweiten Gast. Hallo, komm mit. Ich möchte dich zum großen Essen abholen. Es ist alles hergerichtet. Das tut mir leid. Ich habe Kühe gekauft. Da muss ich erst schauen, ob die Kühe auch wirklich in Ordnung sind. Ich kann nicht kommen. Nun geht der Diener zum dritten Gast. Hallo, komm mit. Ich möchte dich zum großen Essen abholen. Es ist alles hergerichtet. Aber auch der dritte Gast will nicht kommen. Ich kann nicht kommen. Ich habe geheiratet. Der Diener geht zurück. Der Diener erzählt dem Mann, dass die Gäste nicht kommen wollen. Der Mann ist sehr traurig. Schon lange hatte er seinen Gästen gesagt, dass er heute feiern will. Und nun wollen sie doch nicht kommen? Alles ist so schön gedeckt. Das Essen ist fertig. Was soll der Mann denn jetzt nur tun?
Aber er hat eine Idee. Er sagt zu seinem Diener, geh einfach raus auf die Straße, lade alle ein, die du triffst. Die Armen, die Bettler, die Kranken. Bring alle her, alle sollen meine Gäste sein. Der Diener geht los und lädt alle ein. Arme, Reiche, Kranke, Gesunde, Jung und Alt. Die Gäste sind nun alle gekommen. Sie freuen sich. Sie wurden noch nicht so oft eingeladen und noch nie zu so einem tollen und leckeren Essen. Alle sind eingeladen in das Haus des Mannes. Und der Mann freut sich sehr über jeden, der gekommen ist. Egal, ob arm oder reich, krank oder gesund. Wahrscheinlich hast du so etwas noch nicht erlebt. Weder, dass du wahrscheinlich so eine Party schmeißen wolltest, wo alle Gäste abgesagt haben und du am Ende einfach wildfremde Leute eingeladen hast, die irgendwie reinkommen können, weil du so viel Essen hattest. Aber auch andererseits, dass du wahrscheinlich noch nicht so ein Gast warst, der auf so eine Party kam, wo eigentlich es Essen gab, was für andere gedacht war und du trotzdem irgendwie dann da reinkommst und jetzt willkommen geheißen wirst. Eine Szene, die du dir vielleicht doch mal erlebt hast oder die du dir vorstellen kannst, ist folgende Szene. Stell dir vor, du hast ein Bewerbungsgespräch und du hast an sich nur drei Daten bekommen. Den Ort, also eine Adresse, dann eine Uhrzeit und eine Kontaktperson, bei der du dich melden sollst. Du machst dich auf den Weg, hast dich ein bisschen vorbereitet, hast da was einigermaßen Schickes angezogen, fährst hin und merkst dort aber, es gibt nicht nur diese eine Hausnummer, sondern es gibt noch A, B, C, D und irgendwie ist das ein riesen Gebäudekomplex und du fährst um den Block und meinst so, oh, wo ist denn der Eingang? Wo muss ich denn eigentlich hin? Und du findest irgendwie einen Parkplatz und findest irgendwie so eine Art, so einen Eingang, wo es auch so einen Tresen gibt mit der Person, die du mal fragst, hier, ich muss zu Person XY. Und die Person mustert dich ein bisschen. Du kommst dir so vor, als würdest du dich mal so ein bisschen auschecken, ob du hier überhaupt richtig bist. Und sag dann aber, ja, das ist in Haus 11, den ersten Flur rein, dann in den dritten Stock hoch im Fahrstuhl und dann links in den Flur rein, da findest du es dann. Und du bist ein bisschen verwirrt, aber okay, gehst mal los, musterst so ein bisschen die anderen, die du hier siehst und denkst, oh, passe ich hier eigentlich rein? Und alle scheinen dich irgendwie blöd anzugucken oder sowas. Und du gehst da weiter und findest irgendwann auch diesen Aufzug, weißt aber nicht mehr, ob es links oder rechts war und denkst aber, ach, es sind noch eh überall Namensschilder dran. Und gehst die Flure entlang und checkst jedes Namensschild, das an den Türen hängt, aber du findest den Namen nicht, wo du hin musst. Und gehst lang und irgendwann wirst du ein bisschen nervös, weil es ist eigentlich schon die Uhrzeit, wo das Treffen vereinbart war. Und du schaust weiter und denkst, war es vielleicht doch ein anderes Stockwerk und fährst nochmal in den vierten Stock. Und da findest du aber auch nicht den richtigen Namen, fährst doch wieder runter und bist jetzt schon lang über der Zeit, eigentlich schon 10 nach. Und du gehst weiter und denkst so, sollte ich einfach mal klopfen? Aber was ist, wenn da irgendwie gerade ein Meeting ist mit wichtigen Geschäftsleuten, dann schauen sich 10 Anzugträger an und mustern dich und sagen, hier, sag mal, was willst du hier eigentlich? Und du gehst weiter und weiter und irgendwann findest du ganz klein gedruckt irgendwo das richtige Namensschild und stehst dann vor der Tür. Was machst du? Klopfst du und sagst, Entschuldigung, ich bin 20 Minuten zu spät? Oder du überlegst dir vielleicht, ich könnte nochmal anrufen und sagen, übrigens, ich stehe im Stau und ich hatte ein Funkloch oder irgendwie mein Auto ist nicht angesprungen und ich kann heute nicht kommen oder ich bin krank geworden oder bla oder sonst was. Also versuchst, die Szenarien durchzudenken, wie du aus der Nummer noch rauskommst. Und dann nimmst du aber deinen Mut zusammen, klopfst und die Tür geht auf und eine freundliche Person steht da, die sagt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir haben schon auf dich gewartet. Es ist auch wirklich schwer hier, dieses Zimmer zu finden. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig unwillkommen gefühlt und wurdest dann vielleicht überrascht? Warst du unsicher, was dein Platz ist, wo du hingehörst? Ich glaube, willkommen sein, gewollt sein, ist ein Gefühl, was uns alle irgendwie sehr beeinflusst. Und wenn du einen Ort hast, wo du sagst, da bin ich echt, da kann ich echt sein, da fühle ich mich willkommen, da habe ich Leute um mich rum, die mich mögen, dann will ich dich beglückwünschen. Das ist toll. Genieß das. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute auf der Welt, die momentan sich gar nicht willkommen fühlen.
Geflüchtete, die an eine Grenze kommen, wo gesagt wird, nee, wir wollen euch hier nicht, wir haben keinen Platz, wir wollen dich nicht, geh zurück in dein Land, wo du vielleicht auch nicht gewollt wirst. Oder in Zeiten von Corona, wo es in verschiedenen Ländern auch schon schwierig ist und Krankenhäuser da eine Panik schon ist und gesagt wird, nee, wir haben gerade keinen Platz. Wir würden dich vielleicht wollen, aber können es nicht. Du bist hier nicht willkommen. Wo bist du willkommen? Wo hast du einen Ort, wo du sagst, hier kann ich ankommen und da sein? Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, 7 Wochen ohne Pessimismus. Und heute geht es darum, Gott öffnet Türen. Was für eine tolle Botschaft und was für eine Willkommensbotschaft das auch ist. Und ich hoffe, dass du dich in diesem Online-Gottesdienst auf jeden Fall willkommen fühlst. Und weil ich auch glaube, dass Gott uns willkommen heißt. Und ich habe 2 Punkte, die ich gern mit euch teilen will. Und der erste ist eine Überschrift, die vielleicht ihr schon, ja, wie gesagt, schon öfters gehört habt, was vielleicht schon ein bisschen platt klingt, aber wo ich selbst immer so überrascht bin, wenn man das spürt und das erlebt. Und zwar, wenn man erlebt, dass ich bei Gott willkommen und gewollt bin. Dass Gott der ist, der sagt, ich mache meine Tür auf für dich. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das erste Mal in eine Gemeinde, eine Kirche kamst. Ob du dich ähnlich gefühlt hast, bin ich hier willkommen? Bin ich hier angenommen? Wir sind hier auch gerade in einem Jugendtreff C1. Früher als Kind kannte ich auch verschiedene Jugendzentren. Das war für mich immer eine ganz große Hemmschwelle. Und ich hatte immer Angst, muss ich da irgendwas können? Muss ich da irgendwas machen? Muss ich zu irgendeiner Peergroup dazugehören? Vielleicht ähnlich wie in meiner Kirche auch denkt, muss ich irgendwie was Richtiges anhaben? Irgendwie eine Bibel mitbringen und so? Und dabei sind das Einrichtungen, beides Einrichtungen, wo wir versuchen zu sagen, wir machen die Türen auf. Wir wollen Willkommen vermitteln. Und ich glaube, dass oft trotzdem die Unsicherheit bei vielen da ist. In dieser Geschichte, die Nicole eben erzählt hat, wird aber deutlich, wie krass und groß Gottes Herz ist und wie krass willkommen er die Leute er einladen will. Und zwar alle. Er macht eine Party und lädt ein und die Leute kommen nicht und anstatt zu sagen, okay, dann blasen wir die Sache ab, wenn alle meine Gäste keinen Bock haben, dann macht man das halt nicht, sagt er, und jetzt rufen wir bei der Tafel an, geben meine Privatnummer und Privatadresse, schickt die alle her. Oder vielleicht in die Gemeinschaftsunterkunft, sagt, hier komm, lass alle herkommen. Die Kindergärten, die Schulen, bla, sonst was, gibt den allen Leuten meine Privatnummer, die sollen vorbeikommen. Ich habe nämlich so viel Essen, die sollen reinkommen und sich wohlfühlen. Leute, die ich eigentlich vielleicht nicht einladen würde. Das ist Gottes Charakter. Wie krass ist das? Wie krass ist das? Und ich merke bei mir oft selbst, dass ich oft denke, bin ich eigentlich bereit dafür? Bin ich würdig, mit Gott zu reden? Findet er mich eigentlich nicht gerade voll blöd, wenn ich mich selbst nicht gerade willkommen in mich selbst fühle? Und ich kann mir vorstellen, dass in Zeiten von Corona und man irgendwie in Kontaktsperre wenig Leute sieht und irgendwie auch entweder mit Stress, mit Langeweile, mit was auch immer, mit Depressionen zu kämpfen hat, dass man sich nicht jeden Morgen im Spiegel anschaut und sagt, hey, du schaust wieder super aus, schön, ich fühle mich gut. In dieser Geschichte geht es darum, dass bewusst auch Leute eingeladen sind, die sich nicht sagen würden, hier, ich bin der tollste Hecht. Dass bei Gott der willkommen ist, der Schulden hat, der vielleicht ja Depressionen hat, der krank ist, der Süchten erliegen ist, der irgendwie Dinge falsch gemacht hat, der eben nicht dieser Vorzeigemensch ist, was wir oft denken, was man sein sollte. Gott sagt, ich mache meine Tür auf und lade dich ein, einzutreten. Und ich glaube, dass da an dem Punkt wir als Christen und Gemeinden gefordert sind. Und das machen wir normal ja oft immer, dass wir sagen, hier, unsere Kirchen, unsere Gemeinden sind offen, es kann jeder kommen, wie er will, und sagen, wir wollen uns für Leute interessieren, die kommen. Jetzt in Corona-Zeit ist es ein bisschen schwieriger und ich glaube, gerade jetzt müssen wir kreativer werden. Und wir als Christen sind gefragt, dieses Prinzip Gottes zu vermitteln. Leuten irgendwie, die sich gerade nicht willkommen und angenommen fühlen, denen zu vermitteln, zu sagen, ihr seid wertvoll, Gott sieht dich. Gott ist mit dir und Gott lädt dich ein,
bei ihm mit dabei zu sein. Der zweite Gedanke ist, dass ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir anklopfen. Es gibt einen recht bekannten Text, einen bekannten Vers aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Kapitel 7, Vers 7. Da heißt es, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Wenn man diese beiden Geschichten vergleicht, geht es in beiden ja darum, dass Leute in eine Tür reintreten. Und in der einen erscheint die Tür so weit auf, dass Massen reinströmen sollen. Und trotzdem spricht Gott davon, ich möchte, dass ihr anklopft. Ich möchte, dass ihr nicht einfach nur zu meinem To-Go-Buffet reinkommt, euch was zu essen nehmt und weiterzieht, sondern dass ihr ankommt. Dass ihr an die Tür tretet und aktiv sagt, ich klopfe und erbitte, reinzukommen. Jesus ist niemand, der einfach sagt, ja, komm, alles, was geht und zu jeder Zeit, sondern der sagt, es geht um den, der die Tür aufmacht. Diese Leute, die dem Gastgeber abgesagt haben und gesagt haben, nö, ich habe noch andere Dinge zu tun, ich habe eigentlich keine Zeit, denen ging es weder ums Essen und noch um den Gastgeber. Für die ging es darum, ich habe so viele Optionen, ich habe so viel anderes zu tun, mir ist das nicht wichtig. Und ich glaube, Gott ist das wichtig, dass es uns um ihn auch geht. Nicht nur um unser eigenes, um unsere eigenen Vorteile. Aber trauen wir uns, an den Türen zu klopfen? Ich erlebe bei mir und bei anderen oft, dass man irgendwie, man geht durchs Leben und denkt so, ach, ja, ich schaue so, was mir so zufliegt und schaue, was Gott mir schenkt und sowas. Aber bewusst zu sagen, ich klopfe an der Tür. Ich bete für Dinge. Ich hänge mein Herz an was. Hat oft die Gefahr, dass, und vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass die Tür nicht aufgeht. Dass man irgendwie enttäuscht wird. Dass Gott irgendwie nicht das tut, was man sich wünscht, was man sich erhofft und was man braucht. Ich weiß nicht, wie du in diesen Zeiten betest. Für deine Familie, aber auch Verantwortliche, für auch die ganze Krise und betest, dass Gott dieses Corona doch wegnehmen soll oder anders Leid der Welt. Und diese Tür bleibt irgendwie zu. Ich will Mut machen, an Türen zu klopfen. Ich will euch Mut machen, zu sagen, egal ob du Angst hast, Gott will, dass wir klopfen, weil es uns um ihn geht. Nicht nur die Sache, in dem, was dass wir klopfen, sagen wir, Gott, es geht mir um dich. Ich gehe nicht nur durch einfach Türen durch, weil ich ein Ziel erreichen will, sondern es geht mir um dich. Und dass ich dir mein Anliegen gebe. Welche Türen hat Gott bei dir schon geöffnet? Durch welche offenen Türen bist du vielleicht schon durchgelaufen in deinem Leben und hast vielleicht gar nicht gemerkt, dass Gott sie aufgemacht hat? Bist vielleicht reingestürmt und hast dich gefreut über tolle Dinge, die passiert sind, tolle Dinge, die geschehen sind. Und vielleicht ist das hier auch gerade wieder ein Moment zu sagen, Danke zu sagen. Zu sagen, danke Gott, dass du diese Tür geöffnet hast. Und mir geht es heute noch um eine andere Tür, um die Haupttür, das Haupttor, was eigentlich ganz offen steht. Das Tor zum Leben. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Durch mich, ich bin die Tür, ich bin der Gastgeber, ich bin irgendwie beides gleichzeitig, ist schwierig. Irgendwie, es gibt verschiedene Bilder dazu, aber das symbolisiert, um ins Leben zu kommen. Um das Leben voll zu haben, gibt's das nur bei Gott. Und er sagt, klopf an und ich lass dich rein. Klopf an und frag mich, bitte mich und ich mach die Tür so weit auf und will dich reinlassen in mein Haus. Wir hatten letztes Jahr eine Predigtreihe über den Psalm 23, wo das so schön beschrieben ist. Jemand, der auf der Suche ist, irgendwie durch dunkle Täler, grüne Wege und sowas geht und am Ende ins Haus des Herrn geht und nicht mehr weggehen will. In einem Leben angekommen zu sein, wo das Leben in Fülle ist, wo Gott ist. Wie der Stefan vorher schon angeteasert hat, werden wir gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist eigentlich genau die Sache, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus die Tür aufgemacht hat, dass er selbst sich geopfert hat und gesagt hat, ich möchte nicht, dass die Tür zubleibt.
Ich will nicht, dass nur manche reinkommen, sondern ich will die Tür aufmachen, und dafür ist er gestorben. Dass jeder, egal ob reich, arm, gut, schlecht, sündig oder sonst wie, dass alle Menschen reinkommen können. Und die Frage ist, was machst du? Bist du der, der wie beim Bewerbungsgespräch im Flur auf und ab geht und sagt, ich weiß nicht, was mich da erwartet hinter der Tür. Ich weiß nicht, wie das Leben mit Jesus aussieht. Ich will eigentlich mir alle Optionen noch offen halten, noch woanders hinzugehen. Jesus sagt, klopfe an und ich lass dich rein, denn hier gibt es das Leben in Fülle. Das ist Abendmahl. Und wenn du Lust hast, wenn du es auf dem Herzen hast, zu klopfen, dann mach gleich mit beim Abendmahl. Dann sei dabei und feier das, dass Jesus die Tür so aufgesperrt hat und uns einlädt, einzutreten. Amen. Und jetzt wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir tun das wieder an einem unserer Stehtische, heute Micha und ich zu zweit. Und vielleicht bist du gerade alleine vor dem Bildschirm oder auch zu zweit oder ihr als ganze Familie. Wir wollen euch einladen, denn Abendmahl heißt Gemeinschaft. Gemeinschaft, in Gemeinschaft erleben,
Jesus ist für mich, für dich gestorben und auferstanden. Und gemeinsam wollen wir uns Brot und Traubensaft reichen. Und das mit dem Reichen ist ja gerade in dieser Zeit eine schwierige Sache, wo man Abstand halten soll, wo wir das auch wollen. Und wir wollen es aber jetzt trotzdem mal vor Augen führen, wie das anders gehen kann, dass wir uns gegenseitig Dinge reichen und uns das irgendwie auch verbindet. Ich lese jetzt aus 1. Korintherbrief. In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott, teilte es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Denkt daran, so oft ihr dieses Brot esst. Und dann nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Denkt daran, so oft ihr daraus trinkt. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Opfertod des Herrn. Und daran sollt ihr festhalten, bis er wiederkommt. Wir wollen euch einladen, jetzt gemeinsam mit uns Abendmahl zu feiern. Gott, der die Tür so weit aufgemacht hat und sagt: Ich lade dich ein. Ich habe dir so viel gegeben. Und auf der anderen Seite wir, die eine Antwort geben können, die sagen können: Ja, ich möchte dir folgen, ich möchte dir glauben, ich will dir glauben und ich möchte dir Danke sagen für das, was du für uns getan hast. Nur das, wenn du diese Antwort geben willst, dann sei jetzt hier mit dabei, während wir gemeinsam mit euch zusammen Abendmahl feiern. Wir lassen uns gemeinsam das Brot nehmen, das zerbrochen, so zerbrochen ist und so für den für den zerstörten Leib von Jesus selbst steht. Jesu Leib für dich gegeben. Der Becher, der für das oder der Inhalt der Traubensaft oder Wein oder was auch immer, der steht für das vergossene Blut Jesu. Und das könnt ihr auch gegenseitig reichen oder euch nehmen und auch daran gedenken, dass Jesu Blut uns reinwäscht. Gott, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass du die Tür so weit aufgemacht hast, dass wir leben können. Ich danke dir, dass du auf unsere Antwort wartest.
dass du uns nicht einfach reinschleifst in dein Haus und sagst, jetzt gehörst du mir oder jetzt musst du nach meinen Maßstäben leben, sondern dass du die Tür voller Gnade aufmachst und uns fragst, möchtest du eintreten? Möchtest du mir folgen? Möchtest du an mich glauben? Ich danke dir, dass du dieses auch täglich neu machst, dass du um uns wirbst und uns zeigst, wie kostbar wir doch sind. Danke, dass du das an einem Kreuz gezeigt hast, dass du für uns gestorben bist. Amen. Amen. Und so können wir uns jetzt auch gegenseitig den Friedensgruß zusprechen. Micha, und ich wünsche dir Gottes Segen und Gottes Frieden. Ich wünsche dir auch Gottes Segen und Frieden. Gern auch mit einer Umarmung, aber wie gesagt, gerade nicht ganz möglich. Aber sprecht das gern einander zu. Das, und wenn du vielleicht aber auch alleine da sitzt, sprechen wir dir ganz wirklich Gottes Segen und Frieden zu. Wir wollen es jetzt gemeinsam ein Lied singen und ich lade euch dazu ein, mitzusingen, mitzudenken, mitzubeten. Gottesdienst neigt sich dem Ende. Und wer hat schon mal Abendmahl auf diese Art und Weise gefeiert? Ich fand's toll. Ein ganz besonderes Erlebnis. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke für die Gemeinschaft, die wir wieder haben durften, für den schönen Gottesdienst und lade dich ein, am Karfreitag 10 Uhr und am Sonntag 10 Uhr wieder dabei zu sein, wenn es heißt G26 Online-Gottesdienst. Du kannst auf alle Fälle auch alle Gottesdienste nach 10 Uhr dir noch anschauen. Zum Schluss möchte ich euch noch eine gute Woche wünschen. Eine Karwoche, eine besondere Woche vor Ostern.
Und ich freue mich drauf und hoffe, dass wir uns am Karfreitag und dann auch an Ostersonntag hier wieder sehen. Zum Schluss möchte ich noch beten und um den Segen bitten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns segnest und behütest auf unseren Wegen. Und danke, dass wir unsere Sorgen, unsere Anliegen auch immer wieder dir bringen dürfen. Und so segne uns, guter Gott, segne uns in den kommenden Tagen mit Frieden, mit Freude und mit Geduld. Segne uns, Herr, wenn wir anderen Menschen begegnen, dass wir ihnen so begegnen, wie du uns begegnest. Und segne uns, Herr, dass wir auch immer wieder dieses Gemeinschaftserleben verspüren mit dir und untereinander. Und es segne dich, der gnädige und barmherzige Gott. Amen. Ach, die Kamera läuft noch. Ach so, also hier kommen wir jetzt nicht mehr. Ihr könnt, wenn ihr wollt, noch den letzten Gottesdienst angucken. Der müsste hier irgendwo verlinkt sein. Einmal draufdrücken, falls ihr den von letzten Sonntag noch nicht gesehen habt. Ansonsten nochmal von hier, schönen Sonntag und dann bis nächste Woche.